VHS, Squirrels, Squirrels, VHS. Leute, ich stehe echt vor keiner leichten Entscheidung. Wir haben die Woche nur mehr Zeit für ein Playzocker-Reagiert-Video. Und vor mir ist offen einerseits der Trailer zu VHS 3 oder VHS Viral und andererseits zu Squirrels, einem Eichhörnchen-Horrorfilm. Danke übrigens an der Stelle an Marvin für die Einsendung. Und ich glaube, ihr könnt euch schon relativ gut vorstellen, welcher Trailer letztendlich hier bei Playzocker reagiert landet. Vor allem habt ihr wahrscheinlich die Videobeschreibung gelesen, aber trotzdem möchte ich noch ein bisschen was zum Trailer von VHS 3 sagen, weil den habe ich mir vorher ebenfalls angeschaut. Und ich muss sagen, wow. Also selbst für mich als generellen Found-Footage-Hasser war der Trailer eigentlich ziemlich gut, weil Ego-Perspektiven, Überwachungskameras, Wackelkameras, alle eigentlich zum bestmöglichen Effekt eingesetzt wurden. Die Ideen waren kreativ und innovativ, und wenn es der Film dann letztendlich tatsächlich schafft, den Ideenreichtum und auch das Tempo des Trailers auch nur ansatzweise beizubehalten, dann haben wir hier einen möglichen Kandidaten für den besten Found-Footage-Film ever. Und es ist jetzt möglicherweise aus meinem Mund nicht das größte Lob aller Zeiten, zugegeben ähnlich wie wenn ich sagen würde, die beste Adam Sandler-Komödie aller Zeiten. Aber trotzdem muss ich zugeben, bin ich jetzt bei VHS 3 auf jeden Fall gespannt, weil mir hat der zweite Teil ja zumindest auszugsweise schon relativ gut gefallen. Und das, was der Trailer vom dritten Teil verspricht, finde ich wirklich gut. Bin ich krank oder? Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt was Wichtigeres noch zu verfolgen. Wir haben nämlich A-Hörnchen, B-Hörnchen und S-Hörnchen, weil A-Hörnchen und B-Hörnchen sind keine Eichhörnchen, haben halt auch nur das Wort Hörnchen im Titel. Sagen wir noch einmal Hörnchen, Hörnchen, Hörnchen. Währenddessen ist schon Dr. Doolittle geflüchtet, Brandon Fraser bedient seine Fellsache woanders. Ich frage mich immer noch, ob es an der Stelle eigentlich schon als Dirf und quasi unter der Geschmacksgrenze gilt, wenn ich jetzt eine Reference zu Dodgeball voll auf die Nüsse mache, aber wir schauen trotzdem, es ändert einfach nichts, wir kommen nicht dran vorbei, wir müssen es gemeinsam durchziehen, jetzt den Trailer zu Squirrels schauen. Ein Eichhörnchen-Horrorfilm, ich weiß es nicht. Wie gewohnt schaue ich den Trailer jetzt zum allerersten Mal. Wenn ihr ihn mit mir gemeinsam schauen wollt, dann klickt ihn euch über die Videobeschreibung, synchronisiert ihn mit meinen bösen Kommentaren, indem ihr ihn auch dann startet, wenn ihr bei mir den Tastenanschlag hört. Und dann geht's los. Holy. Pleasantville Pictures presents. Kinder und alte Leute. Zwei Sachen, die amerikanische Horrorfilme grundsätzlich nicht umbringen. Schau einmal, es ist ein Trailer, in dem noch nichts passiert ist. Genau, schst, wenn du nichts sagst, dann merkt's vielleicht auch keiner, dass wir jetzt schon eine halbe Minute lang Zeit geschindet haben. Gib ihm eine Nuss, aber lass ihn weg vom Eis. Vor allem schön finde ich, wie ernst die Musik diese Szene nimmt und wie schlimm das Ganze mit diesem CGI-Eichhörnchen eigentlich ist. You've come to the wrong neighborhood! Ja, so will ich das Review für den Film auch relativ kurz fassen. Oh, you went there. No, you didn't go there. Nein, böser Trailer. Ja,
eine Minute 40, in der eigentlich nichts passiert ist. Keine wirklich guten Effekte, sowohl auf Seiten der CGI-Eichhörnchen als auch bei etwaigen Attacken. Wirklich viel passiert ist nicht, dass wir jetzt verwenden können, um uns einen Gesamteindruck vom Film zu machen, weil das Ganze könnte genauso gut nur ein Teaser-Trailer, wie es ja auch in der Beschreibung steht, sein, wo Szenen gezeigt wurden, die letztendlich gar nicht im Film vorkommen und mehr oder weniger nur einen Vorgeschmack bieten sollen. Ich kann mir von dem heraus jetzt auf keinen Fall einen Gedanken drüber machen, ob der Film jetzt spannend, lustig, atmosphärisch, sonst irgendwas ist. Das, was ich gesehen habe, trifft man wahrscheinlich am besten mit der Umschreibung. Meh.